Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ja, wir haben noch ein Level vor uns und natürlich auch den Boss dieser Ebene. Ich will übrigens mal anmerken, die Herausforderungen, die ich jetzt nochmal Oski machen muss, die waren anstrengend. Also bei der Tournee-Aufgabe, da konnte ich wenigstens so ein bisschen cheesen, indem ich einfach über die Schlucht geflogen bin. Ich nehme übrigens ab sofort nur Fähigkeiten, die vom Level vorgegeben sind. Also ich nehme mir keine im Voraus mit. So, darunter soll ich doch 100 pro. Du bist Essen? Danke. Lecker. Soll ich hier irgendwo einen speziellen Weg finden oder ist das hier nur Deko? Danke fürs Schwert. Sandbogen kaputt? Nee. Sandbogen sind nicht das Ding. Aber natürlich suchen wir trotzdem alles ab. Weil man kann ja nie wissen. Das mitnehmen. Genauso hier. Jetzt muss ich hier durchs Wasser einmal. Durch die Röhre. Nein, ich will da nicht gegen. Ich sehe einen Waldi. Ich habe ihn. So wirklich versteckt war der nicht. Ich habe alles auf dem Weg mitgenommen und bekomme nichts dafür. Ja, wenigstens kriege ich Thunfisch. Ist 3 Konserven. Okay, damit hätten wir Mission Nummer 1. Kann man die Dinge eigentlich kaputt machen? Nö. Man muss halt mittlerweile wirklich alles prüfen. Oh, ich nehme lieber Bomben. Wenn ich schon die Auswahl habe. Bomben sind lustiger. Danke, das reicht aus. Vor allen Dingen Bomben sind eigentlich auch viel, viel heftiger. Hey, damit kann man so wunderschön zielen. Muss ich nie in den Nahkampf. So, Konserven bitte. Die Stacheln sind auch stark, ja. Aber sie sind nicht wirklich effektiv. Die Bomben brauchen unglaublich lang zum Hochgehen. Okay. Ich nehme eure Herausforderung an. Ach so, ich bin unter dem Ding. Und ich frage mich, warum treffe ich nicht? Easy. Danke. Easy. So, hier hinter doch bestimmt, oder? Wenn man hier schon so sich zurückschleichen kann. Wäre zumindest in meinem Erwartungsgemäß gewesen. Aber man darf offenbar nicht das Nützlichste erwarten. Oh, was darf ich diesmal upgraden? Ah, ich darf die Bomben upgraden. Perfekt, wo ich sie gerade nutze, ne? Eis ist auch cool, aber nicht praktisch. Außerdem schlittern. Bananas.
Diese Wand kann man 100% nicht einreißen. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die Kapsel habe ich. Ich spiele Fußball. Ich sag doch, die kann man einreißen. Das war so offensichtlich. Oh, was kriege ich denn hier? Wieder das O? Jo. Oh, Zeitbegrenzung. Seh's schon. Mit sehr fiesen Viechern vorne. Okay, erst rechts und dann links. Ich meine danach wieder rechts. Nein, Mitte. Geht mal bitte aus dem Weg, danke. Wahrscheinlich Zweitmission ohne Fehler. Hundertprozentig, dass man es ohne Fehler machen muss. Also ich muss hier nochmal rein. Falls ich kann. Nochmal, falls ich darf. Darf ich das einfach direkt nochmal wiederholen? Ja. Okay. Rechts. Links. Und dann was Mitte. Das zählt hundertprozentig so nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es die Mission war. Ich werde spätestens dann sehen, wenn ich das Level abgeschlossen habe und mich dann aufrege. Ich brauche Treppen. Wo bleiben denn meine Böbi-Stürmchen im Wasser? Meine Strudel. Finde den goldenen Fisch. Okay. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der Fisch die Mission ist, aber auch gut. Bitte aus dem Weg. Das Upgrade ist übrigens wahrscheinlich, dass man einfach mehr von den Bomben hintereinander schmeißen kann. Oder gleich mehrere wirft. Aua. Kann ich die Treppe überhaupt im Wasser nutzen? Nein. Weg. Weg. Hier, komm. Weg mit der Bombe. Dahinter ist bestimmt was. Ich habe das falsche Element aber dafür. Ich brauche den da. Hierher. Du wirst gebraucht. Da ist eine Konserve, ja. So, damit vollstopfen. Passt so schon. So, ein Model, die ist schon mal gerettet. Zwei fehlen noch. Dass ich das Teil von da hinten hier einmal durchziehen muss, ist klar. Dafür braucht es keinen Wissenschaftler, um das rauszufinden. Ich führe dich einfach rein. Brauchst gar nicht so aufspielen. So, das war easy. Da ist direkt noch ein Waddle-D. Da waren einfach zwei hintereinander. Das war geschenkt. Das hätten die nie machen müssen.
Wie ging noch mal dieses Eisschlittern? Das habe ich doch wieder vergessen. Aua. Wer die einen Bob nach mir zu werfen? Oh, Sir Kibble. Ja, jetzt kommen Stromschnellen. Die kann ich aber natürlich ausschießen. So, was ist hier? Der ein weiter Weg. Okay, ich guck erstmal hier hinten. Da kann man noch bestimmt hin, oder? Nee. Okay. Man muss sich umschauen. Ja, und ich wette nach wie vor darauf, dass man den einen Weg halt einfach schaffen muss, ohne dass man hier den falschen Weg nimmt. Das heißt, das muss ich offscreen nochmal neu machen. Das ist übrigens ein krasser Wirbelsturm, ne? Beziehungsweise ein krasser Strudel. Der ist genauso krass. Da will ich nicht rein. Wie mache ich das? Ich komme. Schleudert mich das Ding hoch, wenn ich drin lande, eventuell? Nein. Ich muss irgendeinen Weg finden, irgendwie höher zu gelangen. Bomben werden zerstört, wenn sie drin landen? Ah, da. So, die wurden alle gerettet. Und werfen auch. Ich habe halt eine Nebenmission nicht geschafft. Wo ich eventuell schon weiß, was ich halt falsch gemacht habe. Aber wie gesagt, das mache ich dann offscreen. Und liege ich richtig mit, man darf nicht den falschen Weg nehmen? Gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. Okay. Das sollte ich offscreen hinbekommen eigentlich, wenn ich nur mit Bomben arbeite. So. Da steht jetzt noch der Bosskampf an. Ja, Wallodies habe ich mehr als genug. Der tropische Terror. Das sieht wie so eine tropische Version von dem Mutzvieh aus. So, da ist eine Herausforderung. Aber auch nur eine. Vulkanfeuerschatz. Okay. Dann hol mir jetzt mal das Licht ins Dunkel zurück. Easy. Ich kann den nicht für meine Zwecke ausnutzen, ne? Ich habe jetzt schon verkackt. Oh Mann.
Ich war zu langsam, 100 pro. Ja, so um 3 Sekunden. Ist aber auch so eine Sache, die kann ich Offscreen locker schaffen. So, und dann holen wir uns jetzt noch die verbesserte Version von den Bomben, weil ich die sehen will. Weil, wenn man es schon kriegt. So, rein da. Ich will die verbesserte Vision der Bomben haben. Ja, Bombenkette, Blaupause. Bin schon gespannt. Ich tippe entweder auf größere Bomben, auf mehr Bomben gleichzeitig oder mehr, die man aneinander schmeißen kann. Bombenkette. So, was kann ich jetzt damit neu? Der Hut sieht auf jeden Fall cool aus. Ach, jetzt, wenn die aneinander explodieren, dann explodieren die zusammen. So, aneinander schmeißen. Gibt es da ein Maximum? Warte mal. Da will ich eine haben. Da will ich eine haben. Dann schmeiße ich hier eine hin. Ich glaube, 4 ist das Maximum. Nee, ich war gerade schnell genug für 5. Jetzt sogar für 6. Also die Bombenkette, die ist eigentlich recht strong. Wenn man das gut hinbekommt. Vor allen Dingen sehen die halt auch richtig cool aus. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Beim nächsten Mal sehen wir dann den Boss. Und ich mache jetzt noch die beiden Teile, die ich jetzt nicht hinbekommen habe, offscreen. Bis dann. Tschüss.